Es ist 8:30 Uhr ungefähr und ich bin gerade auf dem Weg zum Zug und ich werde nach Kiel fahren. Mein lange schon mir vorgenommenes Stück von Kiel nach Lübeck hoffentlich laufen. Ich habe mir die ganze Zeit versucht, eine schöne Wetterperiode auszusuchen und es schien mir bis vor wenigen Tagen geglückt. Es schien geglückt. Und ich würde es jetzt gerne mal bis Lübeck schaffen. Das wäre ganz schön. So fürs Gefühl. Ich warte jetzt auf die Fähre zum Bahnhof nach Kiel, weil die Fähre, die Schmentine-Linie, darüber heute nicht fährt. Die fährt nämlich nur unter der Woche, weil es eigentlich nur eine Linie ist, die die Uni und naja, da wo die Studenten wohnen, verbindet. Und deswegen fährt die Samstag und Sonntag nicht. Ja. Also auf den ersten 2 Kilometern verlaufen sich zu geil. So, ich lasse jetzt langsam Kiel hinter mir. Oh, was mich total freut, weil das alles echt so für die Katz war, was ich da gemacht habe. Ja, es sind glaube ich noch 500 Meter und dann bin ich auf dem Trail, wo ich eigentlich vor 3 Stunden sein wollte. Da freue ich mich total drauf. Zur Feier des Tages gibt es da erstmal Kaffee an einem ruhigen Ort. Yay! Ich bin auf dem Trail um 14:45. Eigentlich wollte ich um 10:30 hier sein. Ich bin hier. Voll geil. Ich freue mich. Endlich. Endlich kann ich mich entspannen. Kann die Karte weglegen und kann einfach nur ein bisschen laufen und genießen. Und dann auch gleich so eine schöne Strecke mit so einem coolen Buchenwald. Richtig schön. Oh, so, jetzt fängt mein Tag an, glaube ich. Ich dachte, es gibt Abendessen. Reis zum Abendessen. Ich habe übrigens so eine Regel. Und die heißt, ich will am ersten Tag keinen Regen. Unter keinen Umständen. Weder ein bisschen noch viel. Einfach gar keinen. Das haben jetzt alle gehört. So, ich habe immer noch keinen Kaffee getrunken, weil ich mir immer noch einen Platz wünsche, an dem es nicht so windig ist. Also es ist insgesamt ziemlich windig. Und es ist sowieso und überhaupt auf allen meinen Touren ziemlich windig. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich maßgeblich im Norden unterwegs bin. Vielleicht sollte ich mir mal den, weiß ich nicht. Süden ist ja auch nicht unbedingt nur gut, ne? Die haben ja auch so Wetterkapriolen, aber so Mitteldeutschland ist vielleicht auch ein bisschen mittelmäßiger. Naja, wäre eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Hier ist es auf jeden Fall eine
schöne Weite und endlich mal kein Mensch. Das finde ich richtig schön. Einfach keiner da. Genieße ich sehr. Da vorne biege ich ab, dann kommt ein kleines Waldstück und dann hoffe ich da wiederholt auf ein ruhiges Plätzchen. Da gibt es endlich Kaffee. Tada! Was können wir sehen? Kaffee! Ich freue mich richtig. Dazu gibt es meine Lieblings-Bergsteigersäcke. Na, 2 Minuten. Und dann haben wir es, ne? Ich glaube echt, genau jetzt fängt es an zu regnen. Nee. Alles oben bleiben. Ich will in Ruhe meinen Kaffee trinken. Geht ja zum Glück mit dem Spiritus immer total fix. Boah. Strong. Oh, puh. Ein bisschen verdünnen hier. Bin ich in einer Stunde in Preetz. So, ich bin jetzt hier. Wir haben auf der Karte geguckt. Bei Schwentinental. Kann man das sehen in dieser ganzen Überbelichtung. Das ist gar nicht mehr so weit, wie ich laufen muss. Ich laufe ja heute nur bis Preetz. Da habe ich mir ein Stück Übernachtungswiese gebucht, sozusagen. Über, ich weiß gar nicht mehr, über welche App. Glaubt zwar One Night Tent. Genau, das sind noch so circa 12 bis 14 Kilometer. Das kann ich richtig schön entspannt angehen lassen. Eben hat mich klar so ein kurzer Regenschauer überrascht. Der war aber ziemlich schnell wieder weg. Ich habe schon gedacht, ich muss meinen Kaffee im Gehen und Stehen trinken, aber nichts dergleichen. Das heißt, ich entspanne mich hier noch ein bisschen. Und dann geht's weiter. Dahinter der Hecke sind so schöne Apfelbäume. Mit so guten Äpfeln drin. Aber ist leider alles hinter der Hecke. Mit Zaun komme ich nicht dran. Also gibt es weiter Brombeeren. Die sind ziemlich trocken dieses Jahr. Ich hatte jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass es viel zu wenig geregnet hat, aber anscheinend fehlt denen was. So, ich habe jetzt in so einem Hofladen, der mich so angelacht hat, weil der einfach so schön aussah, ungefähr 1,5 Kilo Karotten gekauft, eine riesige Zucchini, eine rote Beete und Äpfel. Habe ich gedacht, geil, ne? Ich bin richtig weit weg von diesen dehydrierten, überteuerten Nahrungspacks. Ich stehe halt total auf frisches Obst und Gemüse. Aber so wird es auch mit dem Ultralight-Tracking nichts, wenn ich versuche, jedes Gramm beim Schlafsack und Equipment zu sparen und mir dafür 4 Kilo Gemüse auf den Rucksack haue. Man muss Prioritäten setzen. Ne?
Also ich kann sagen, hier so rund um die Schwentine ist echt jede Menge los. Wie so ein langgezogener Freizeitpark in nicht ganz so neonbunt. Wobei die Tretboote hier, die schießen schon so ein bisschen den Vogel ab. Aber... Achtung. Schick. Vollplastik in blau und rot. Wow. Viele Kanufahrer habe ich gesehen. Kanu und Kajak. Finde ich richtig cool, will ich unbedingt auch mal machen. Ein Wildpark, durch den ich eben gegangen bin, der gar nicht irgendwie großartig separiert mit Eintritt oder so war, sondern einfach integriert. Dann total schöne Picknickplätze mit so seichtem Gewässer, wo auch so viele Familien, Ökofamilien, sich aufgehalten haben. Ja, total nett, aber nicht überfüllt oder so. Und ich meine, wir haben es immerhin Samstag, also Wochenende. Hat mich überrascht und hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber irgendwie schicki. So. Ah, da geht's weiter. Boah, der Rucksack ist so schwer. Ich muss dringend mal den Gemüseanteil reduzieren. So schön hier. Ich glaube, sieht man gar nicht. Ich muss hier unbedingt mal wieder herkommen und Kanu oder Kajak fahren. Total schön. Also richtig. Ich bin gerade hier den Weg hochgegangen. Es ist mal wieder ein wunderschönes Teilstück, wie alles eigentlich. Und ich habe gedacht, oh, jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Und es ist auch wieder total windig und mein Knie zickt. Und dann habe ich überlegt, hat man keine Lust mehr, weil das Knie zickt oder weil was weh tut? Oder tut was weh, weil man keine Lust mehr hat? Boah, das war jetzt ein langer Weg durch den Kopf bis zum Mund. So, ich bin jetzt kurz vor Preetz, noch 3,5 Kilometer. Und ich laufe die ganze Zeit an der Schwentine und an den Wiesen entlang, von denen ich erzählt habe. Und ich habe da die ganze Zeit so durchgelunzt und dachte, so was für ein sattes Grün. Ich weiß gar nicht, ob es rüberkommt, aber es ist so unfassbar üppig, so toll. Wahnsinn. Wahrscheinlich vor dem Ding, ne? Ja. Oder? Ja. Aber sie guckt die ganze Zeit mich an. Ich bin nur ein kleiner Schiffer. Du weißt nicht, dass sie in so einem dicken Körper ist. Aber das ist ganz angenehm, weil die tut auch keinem anderen Hund was. Oh, das ist super. Die riecht das passend, danke dir. Aber es ist nur Gemüse. Ach so, okay, na dann. Ja, aber ich weiß, sie hat eben schon Maisfolge gesprochen. Sehr schön. Tschüss. Ich habe hier Kaffee gekocht auf dem Baumstamm. Es war ein bisschen wackelig, aber ich habe es trotzdem alles da aufgebaut. Den Spirituskocher angezündet. Und dann hat es irgendwann einen Schlag getan und dann ist alles hier runtergefallen. Hat nicht geklappt. Das Ding ist aber, dass jetzt dieses Drahtgestell, wo der Becher immer drauf ist, weg ist.
Ich meine, es ist ja nicht klein, es ist so groß, es hat einen Durchmesser von 6-7 cm. Es glänzt, weil es Draht ist und es ist einfach weg. Also kein Scherz, es ist weg. Ich habe alles abgesucht, es ist voll Magic. Es ist nicht unter dem Laub, nicht über dem Laub, nicht hinter dem Stamm. Ich habe es auch nicht aus Versehen eingepackt, es ist wirklich einfach verschwunden. Letztendlich komme ich zu meinem Kaffee, ist nicht das Problem. Und ohne diesen bescheuerten Topfständer werde ich auch nicht irgendwie völlig verloren sein. Ist alles easy, aber wo ist er? Zum Netto. Ich habe total vergessen, dass morgen Sonntag ist. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sachen einkaufen. Verdammt. So, ich habe mich extrem zurückgehalten. Einmal hier so langweilige Toasties, Hafermilch für den Kaffee und einmal Käse, weil ich tierisch auf Harzer Roller stehe. So, jetzt sind es noch 20 Minuten zu Fuß. Und dann freue ich mich total, mein Zelt aufzubauen. So, es ist jetzt 7:30 und in 150 Metern habe ich mein Ziel erreicht. Ich bin richtig kaputt. Ich habe so knapp 30 Kilometer durch meine Eskapaden auf der Uhr. Und ich freue mich tierisch auf Abendessen und tierisch auf die Hängematte, wollte ich schon sagen, auf den Schlafsack. Ich werde heute früh schlafen gehen. Angekommen. Ich habe auch schon mein Zelt aufgebaut. Katastrophal. Ich weiß überhaupt nicht wieso. Wirklich katastrophal. Ich krieg's nicht hin. Wobei das sonst immer echt in 2 Minuten funktioniert. Aber diesmal habe ich es echt nicht hingekriegt, dass alle Seiten abgespannt sind. Es dämmert. Ich habe gegessen. Ich bin satt. Ich bin müde. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen zusammenrollen. Zähne putzen. Schlafen. Mal gucken, ob ich das heute ohne mein Reisekopfkissen aushalte. Aber ich finde schon was. Ja, das war ein interessanter Tag. Also war wirklich ein interessanter Tag. Ich freue mich tierisch auf morgen, weil ich weiß, am zweiten Tag bin ich immer ein bisschen eingegroovter. Ja, dann hoffe ich immer noch, dass sich am Montag das Wetter ändert. Und diese 2-Regentropfen-Wolke mit 10 bis 12 Stunden Regen sich einfach in Luft auflöst. Ja. Ah ja, ich bin hier unter meinem Lieblingsbaum. Kann man sehen. Okay, ist nicht mein Lieblingsbaum, ist einer meiner Lieblingsbäume. Es ist die Lärche. Bin ich richtig verknallt. Immer wenn ich Lärchen sehe, muss ich irgendwie in der Nähe sein. Insofern habe ich mein Zelt genau darunter aufgebaut. Tschüss.